Hallo und herzlich willkommen zurück zu Station Years, zusammen mit dem China. Hallo. Der dort hinten auf der Suche nach Kohle ist. Ja, ich habe schon ein bisschen was gefunden. Also was heißt ein bisschen, der zweite Stack ist fast voll. Ja, das ist gut, weil unsere Kohle, unser Kohlegenerator, unser Stromgenerator, der mit Kohle funktioniert, seine Kohle schon verbraucht hat. Immerhin habe ich wieder eine große Batterie, die fast voll ist. Und Ziel ist jetzt als nächstes, glaube ich, den Furnace zu bauen. Ich habe zwischen den Folgen mal die Patchnotes angesehen. Also vor 3 Tagen oder vor 4 Tagen haben die das Ganze angepasst, die Rezepte. Okay. Und das wussten wir natürlich nicht. Ja, Überraschung. Einfach mal so die Solarpaneele, die bisher recht günstig zu produzieren waren, geändert und Stahl als Voraussetzung gemacht. Und das bringt uns jetzt gerade so ein bisschen ins Schwimmen. Aber ich bin überzeugt, dass wir das schaffen. Der normale Furnace lässt sich bauen. Wir brauchen nur 2 Gramm Eisen mehr. Jetzt sagen wir bitte, dass wir noch... Wenn du mal hinterm... Ja, das ist ein Furnace. Sehr schön. Mein Mining-Belt war ja voll. Das ist ausgezeichnet. Das heißt, ein bisschen Material haben wir hier. China hat noch Kupfer geholt. Da ist Eisen, ein bisschen Gold. Wunderbar. Ich lasse jetzt gerade mal ein bisschen Eisen schmelzen. Und stoppe, wenn wir... Oh mein Gott, das springen. Und stoppe, wenn wir genug haben. Dann würde ich direkt den Furnace bauen. Der braucht dann auch Volatiles. War das nicht so? Ja, wir brauchen dann Volatiles und Oxide. Zeit habe ich schon ein bisschen was im Gürtel. Volatiles. Wo ist Volatiles? Hattest du Kohle, warst du jetzt am Abbauen, ne? Ja, ich habe fast 3 Stacks. Oh, hervorragend. Dann kannst du nämlich direkt den Generator wieder anschmeißen. Hier ist nämlich zappenduster bei mir. Ich spare wieder Strom, weil ich wieder auf einer kleinen Batterie laufe. Ich habe die große aus meinem Anzug hier in den Power Control gesteckt, damit ich den Furnace herstellen kann. Ja, da gibt es bloß gerade ein Problem. Wo bist du? An der Base? Achso, hast du die Tracker-Karte? Ja, dürftest ja nicht so weit weg sein. Ich habe hier so einen Hügel, da stelle ich mich mal oben drauf, dann müsste ich dich hoffentlich sehen können. Ja, normalerweise schon. Also wenn du auf die Erde... Ja, gut, nee, das ist nicht wirklich eine Hilfe. Je nachdem, wo du gerade stehst. Das gibt's... Ich bin doch gar nicht so weit weggelaufen. Ja, man verläuft sich hier rucki-zucki. Das geht ganz schnell. Vor allem im Dunkeln. Dabei ist es ja noch relativ hell hier durch die Erde. Ja, an sich muss ich ja bloß irgendwie von dem Gebirge aus rein theoretisch hoffentlich in die richtige Richtung laufen. Da geht man mal zwischen den Folgen ein bisschen Kohle suchen und ja. Ja, China sehen wir nie wieder. Der ist weg. Ich will bloß die Trecker nach Möglichkeit nicht einschalten. Ich muss jetzt schon das erste Mal essen. Ja, das warnt er mich jetzt auch gerade. Vermutlich laufe ich gerade nur in die vollkommen falsche Richtung. Ich werde jetzt doch mal hier, komm da in den Trecker rein und sollst den Trecker da reinpacken. Genau, und du brauchst gar nicht nach dem GPS suchen, du kannst direkt nach mir suchen. So, so Distanz 0 Meter, das heißt, bin ich Tracking Beacon, Doktor, ja, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja, das ist gut, dann hätte es noch eine Weile gedauert, glaube ich. Der Mond ist nicht so groß, da komme ich einmal rum. So, das ist der Furnace. Oh, das Gute ist, ich habe jetzt unterwegs auch nochmal Volatiles gefunden. Mhm. Ich weiß jetzt die Richtung. Oh, toll, das war wieder mal so ein bisschen einzelner. Genial. Komm, Jetpack. Ja, das ist die richtige Richtung. Ey, bin ich so dermaßen vom Weg abgekommen? Das ist krass, ne?
Man läuft halt einfach und hat keine Ahnung. Irgendwann ist man einfach verloren. Ich dachte, ich weiß ungefähr, in welche Richtung ich gelaufen bin. Gut, ich bin nicht ganz alleine hier auf dem Mond. Nicht so wie du in der ersten Folge auf dem Mars. Genau. Ohne Beacon. Ohne Beacon, verloren auch, ja. Geht ruckzuck. In der Nacht. Okay, ja, schmeiß mal Kohle rein, bitte. Ich würde dann den Furnace einmal in Betrieb nehmen. Ich brauche ein bisschen Kohle, musst du übrig bewahren. Okay, ich mache erstmal bloß einen Stack rein. Ja, okay. Das Blöde ist, die Volatiles und Oxide kann ich jetzt nicht runterwerfen. Dann bleibt nicht mehr viel übrig. Ja, okay. Ist der an? Macht der was? Man weiß es nicht. So, ich habe hier meine Tabelle, wo die Verhältnisse der Materialien und die Temperaturen draufstehen, die wir im Furnace brauchen. Stahl wird hergestellt aus 3 Teilen Eisen und 1 Teil Kohle. Das heißt, ich mache 30 Eisen und 10 Kohle. So, das heißt, der kommt wieder weg. Den mal wieder ausschalten. 10 Kohle hast du doch bestimmt für mich. Aber locker. Boah, meine Batterie macht mir Sorgen, ey. Das ist echt... Ja, perfekt. Split half. Split half. 1, 2, okay. So, jetzt habe ich 30 Eisen und 10 Kohle. Jetzt müsstest du... Wir haben keine Temperatur. Das heißt, du könntest mir mal eben Volatiles und Oxides hinschmeißen, wenn du welche hast. Die lösen sich doch auf. Wir haben im Moment keine Temperatur. Wir sind... die Sonne ist zwar oben, aber wir haben hier... Also eigentlich dürften die sich nicht auflösen. Das waren mal 9. Verdammt, die lösen sich doch auf. Pass auf, dann komm mal mit in Schatten. ja, wir haben nicht gerade so wirklich Schatten. Okay, dann müssen wir das... Ich habe eine andere Idee. Ja, du kannst mir die Gürtel geben, genau. Und ich gebe dir einfach meinen. Volatiles muss ich nochmal in Suchen gehen. Halt, stopp, du hast mir den falschen gegeben. Du hast mir deinen Werkzeuggürtel gegeben. Ja, den nimm lieber wieder mit. Ach, wir haben auch schon einen Werkzeuggürtel. Ja, du hast den Bohrer noch in der Hand, ne? Dann, Ja. Warte. So, dann kriegst du jetzt den Gürtel. Da ist kein Bohrer drin. Sehr schön. Ja, perfekt. So. Okay. Dann gehe ich jetzt Volatiles suchen. Aber erstmal werde ich noch was essen. Ich bin noch bei 24%. Mit Helm auf Essen. Das ist... Es sind wirklich wenig Volatiles jetzt. Dummerweise einige geschmolzen. Wow, die Kornsuppe, die ist aber viel. Ja, ja, die hält extrem lange. So, mal eben kurz gucken. Warte mal, ich konzentriere mich mal kurz auf den Ofen. Wir brauchen 2 Teile Volatiles und 1 Teil Oxide. Das heißt, ich werde jetzt 4 Volatiles reinmachen komplett. Und es sind nur noch 3. Oh, da oben. Also ich glaube, Volatiles werden so schnell kein Problem sein. Okay. Hallo, bitte collecten. Verdammt. Ach gut, man müsste vielleicht den Mining Belt auch aktiv als aktiven Belt haben. Das hilft, ja. Ja. So, jetzt kommt das Eisen rein, dann die Kohle. Und dann können wir hier sehen, das erzeugt uns insgesamt einen 40 Gramm baren Stahl.
Sehr schön. So. Aber die Temperatur sinkt jetzt rapide, da können wir nicht mehr viel mit anfangen im Moment. Das lassen wir jetzt erstmal so. Den Stahl packen wir hier rein. Und jetzt produzieren wir unser Solarpanel. Wir nehmen direkt zwei. Wenn du sagst, dafür haben wir das Material. Jetzt brauchen wir erstmal Kupfer. Für zwei Stück brauchen wir 40 Gramm Kupfer und 10 Gramm Gold. Das haben wir alles noch da. Machen das nochmal aus. Das Gold kriege ich vielleicht noch im Ofen geschmolzen. Da müsste die Temperatur eigentlich für reichen. Vorteil ist, es geht da wesentlich schneller drin in diesem Furnace. Und man kann die schönen Legierungen machen. Und die schöne Legierung, genau. So, Gold. Irgendwas anderes Interessantes unterwegs. Mitnehmen schadet nicht. Jetzt warten wir noch auf Kupfer und dann haben wir schon alles zusammen für die ersten Solarpaneele. Und wenn die stehen, dann fühle ich mich wesentlich besser. Dann ist die Energieversorgung hoffentlich gesichert. Ja, das ist wirklich. Ah, das macht mich nervös. Weil, also nochmal, ich bin auf dem Mars gestartet in meinem eigenen Spiel und da haben die Solarpaneele wenig gekostet und es war relativ easy, die dann auch herzustellen von Anfang an. Jetzt mit dem Furnace, das weiß ich auch nur, weil ich schon ein paar Spielstunden drin habe. Also ich bin auch noch weit entfernt davon, Experte zu sein. Aber ich weiß, wie man den Furnace benutzt. Und wenn du das aber nicht weißt, dann bleibt dir wirklich nur die Möglichkeit, hier die Kohle zu verbrennen. Aber ich finde, das ist sehr, ja, sehr ineffizient eigentlich. Ja, und das Tutorial ist jetzt nicht wirklich groß darin, zu sagen, was du wirklich machen musst. Da kriegst du irgendwas gesagt, okay, schmeiß das da rein und mach da einen Hebel auf und das war's im Endeffekt. Okay, ja, das ist wirklich, also der Sprung ins kalte Wasser hier, der ist relativ, das ist Also sehr, sehr kaltes Wasser. es gibt ja inzwischen die Stationpedia, da stehen auch die Verhältnisse und so drinne. Aber dass sich selbst auswursteln. So wollte ich doch gar nicht springen. Ich habe aus der Entfernung sah es eben so aus, als wenn du da in unserer Basis irgendwie Feuerwerk anhast. Ja, ich habe hier tatsächlich gerade den Boden wieder luftig geschweißt. Hier fehlt aber noch eine Glasscheibe. Wieso fehlt eine Glasscheibe? Die in der Luftschleuse selbst, die hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Ach ja, okay, nee, die habe ich. Da habe ich nicht drauf geachtet, dass da eventuell Glas oben ist. Man kann das auch fest, also dicht bauen, also mit einem festen Block. Aber hübscher ist es, wenn man da keinen ganzen Block draufsetzt, finde ich. Wieder so ein Schönbauer. Ich komme irgendwie bloß in Kontakt mit Schönbauern. Ja, da kann ich ja jetzt noch nichts für. Also ich stehe schon extrem auf Ästhetik. Allerdings ist auch Funktion wichtig. Und im Moment können wir uns so viel Ästhetik auch noch gar nicht leisten. Aber in dem Fall ist es ja sogar praktisch gewesen, weil Glasscheiben haben wir wesentlich mehr als Eisen gehabt. Ja, richtig. Gut, aber ich konnte jetzt auch schon ein paar Eisenplatten drucken, sage ich mal dazu. Von daher, es geht uns im Moment ganz gut. Ich drucke jetzt auch noch ein paar und werde ein paar Frames zusätzlich schweißen, damit wir hier mehr Platz bekommen auf unserer Plattform. Denn es ist sehr gedrängt. Da ist die Basis ja fast in die falsche Richtung gelaufen.
So, Strom sparen. Ja, jetzt ist der... Das fertige Kupfer ist hier direkt in die Maschine reingeflogen. Deswegen müssen wir unbedingt... Das Ganze auch noch umsetzen. Ja. Also, boah, und jetzt haben wir hier einen dicken... einen dicken Kupferbarren, den wir eigentlich... Oder Moment, war die fertig? Ja, die war fertig, ja. Ja gut. Das ist blöd. Aber jetzt... Jetzt wird vieles einfacher. Jetzt kommen zwei Solarpaneele. Ne, wir machen sogar drei. Wir haben jetzt genug Material für drei. Dann machen wir auch drei. Ich räume hier mal so ein ganz klein bisschen auf. Normalerweise machen diese Maschinen übrigens alle Geräusche. Davon höre ich hier nicht viel. Man hört auch hier, wenn man direkt davor steht, nichts davon, denn wir sind ja im Vakuum. Und das Spiel ist dahingehend korrekt, dass es dann auch keine, oder nur so dumm, also, ja, keine Geräusche überträgt. Man hört die eigenen Geräusche, die man so über den Anzug hat, wenn man läuft, und Atemgeräusche kann man hören, aber sonst ist hier Stille. Was fehlt denn jetzt? Ach, was? Moment mal. Wie viel Stahl hatte ich denn gemacht? Ach, das war nur, ja, das waren nur 40er, richtig. Ja, nee, dann passen drei gar nicht. Dann gehen nur zwei. Aber gut, zwei sind besser als keiner. Wo ist die Mikrowelle? So. Stille. Man könnte denken, du machst nichts. Hallo, ich bin immer fleißig. Optisch sieht man das ja, wenn man steht sogar hinter mir und sieht, dass ich hart am Schweißen bin. Ich bezog mich bloß auf die Geräusche. Ja, okay. Man rackt sich krumm und buckelig. So, das sind die wunderschönen Solarpaneele. Die gibt es auch in zwei Ausführungen. Und zwar einmal, man achtet unten auf die Anschlüsse, mit Anschlüssen getrennt, links Daten, rechts Strom, Port, und mit gemischtem Strom und Datenport. Ich mag's lieber, wenn sie getrennt sind. Und wir drehen sie jetzt so, dass der Stromanschluss auf der linken Seite ist. So, zwei Stück. Und die schließe ich jetzt noch an. Ja. Wir machen das gleich weiter, aber... Ich habe so eine Ahnung, du wirst die Türen nochmal auseinandernehmen. Zumindest eine davon. Warum? Hab ich was falsch gemacht? Naja, du hast... Du hast mir irgendwas so von den grünen und gelben, also Power und Network, gesagt. Ja, habe ich die etwa... Die sind spiegelverkehrt. Die müssen, das ist egal, die müssen beide nach innen zeigen, das ist wichtig. Du kannst die leider nicht, also die Anschlüsse nicht tauschen. Wenn du eine Tür baust, sind, wenn du auf die Stromanschlüsse guckst, hier immer der Stromanschluss links und der Datenport rechts. Und das ist hier halt auch so. Das macht aber nichts. Es schadet auch nicht, die Datenports jetzt an Strom anzuschließen. Man hat es dann halt nicht voneinander getrennt. Das macht aber überhaupt nichts. Weil du kannst ja so Logikschaltungen bauen später. Und die, die brauchen halt die Datenanschlüsse. Springen. Nicht so weit, nichts weiter. So, das ist Daylight. Gassensor.
ein Glass Sheet. Bringst du noch mehr mit oder bringst du alle mit und machst eben die beiden Solarpaneele fertig? Kann ich machen. Dann machen wir die zuerst. Und ich würde die schon mal in die richtige Richtung drehen. So, beide fertig. Danke dir. Da ist der eingebaut. Sehr schön. So, diese Solarpaneele sind nun bereit in freudiger Erwartung des ersten Sonnenlichts. Und dann werden sie uns mit Energie versorgen, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben. So, das Ding wird auseinandergenommen mit der Brechstange. Und der zweite Schritt ist der Bohrer. Und ja, wir werden es nochmal aufbauen, aber dann... hier gedreht halt. Okay, der liefert dann ein bisschen Strom. Okay. Wir müssen jetzt immer dran denken, solange der Tag vergeht, also wenn die Sonne hier seine Bahn zieht, die Solarpaneele von Hand anzupassen. Wir werden relativ schnell versuchen, eine bessere Möglichkeit zu finden. Aber für den Anfang müssen wir es leider von Hand machen. Okay. Und wenn man die Barren wieder reinschmeißt, sollte man vorher das Ding schließen. Braucht der Gassensor Strom? Der Gassensor braucht, ja, der wird an Strom angeschlossen. Der liefert aber halt nur Daten eigentlich. Also, ja, genau. Ah, du versuchst schon die Schleuse. Okay. Bin ich mal gespannt, ob das was wird. Soweit bin ich gar nicht. Ich versuche das Ganze bloß irgendwie zu verkabeln und alles. Aha. Dann lasse ich mich mal überraschen. Und ich stehe da noch vor so ein paar Rätseln. Oh mein Gott, der Kater wächst mit seinen Herausforderungen. Ja, das ist so, ja. So, hast du noch zufällig Volatiles im Gepäck? Ja, 67. Ja, jetzt kannst du mir die geben. Wir haben keine Sonne. Jetzt schmelzen die definitiv nicht, wenn du es einfach auf den Boden legst. Mir reicht so ein 50er-Stack. Ich würde dir dafür auch hier 4 vor dem Oxide wiedergeben. Das darf nicht wahr sein. Wieso schmilzt das denn? Wir haben doch gar... Jetzt ist die Sonne gerade aufgegangen. In dem Moment kommt die Sonne hier raus. Ey, es ist doch nicht zu glauben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt müsst ihr mal schauen. Also hier, komm, China, schau dir das mal an. Also die Solarpaneele, ja. Schau mal an, wie viel dieses Solarpanel hier generiert, dieses flache. Moment, so, da steht ja Generating 0. Ja, und jetzt schau mal hier auf 0. Jetzt schau mal auf das Große. 99% Effizienz, also du... Ich kann so nicht arbeiten, da muss 100%. Nur 98, 97, das wird immer schlechter. Das wird immer schlechter, weil die Sonne steigt schon und wir müssen hier jetzt nachjustieren. Ja. Und das zeige ich dir jetzt, wie das geht, falls du das noch nicht weißt. Oder weißt du das? Ich habe es bei dir zwar gesehen, aber natürlich selbst nie durchgeführt. Also ich brauche den Schraubschlüssel hier. Du musst den Schraubschlüssel nehmen und du musst den unteren Ring in dem Fall jetzt nehmen, um es einfach weiter zu neigen. Und da machst du dann die Neigung so stark, dass die Effizienz möglichst hoch ist. Ja, und im Moment kannst du es eigentlich fast noch in 90 Grad am besten stehen lassen.
So, und das muss jetzt halt immer angepasst werden. Dann generieren wir immer so um die 400 Watt. Wenn wir es vergessen, wird die Wattzahl natürlich schnell dann kleiner. Deswegen über den Tag nachjustieren. Und vielleicht kannst du jetzt deine große Batterie in den Charger hängen und über eine kleine kurzzeitig arbeiten. Ich habe die vorhin ja schon ausgetauscht. Ich bin jetzt bei 56%. Ach so, okay. Ja gut, ich packe meine große jetzt in den Lader. Ja. Da darfst du die gerne volle holen. Nee, ich habe jetzt eine kleine genommen erstmal. Wir haben ja keine größeren. Die Lader ist voll. Was ist für dich jetzt Lader? Weil das hier ist nicht, das ist kein Ladegerät. Das lädt eine Batterie, aber eigentlich mit dem Zweck, dass die Geräte da, die dahinter sind, ja, auch noch arbeiten, wenn kein Strom mehr zur Verfügung steht. Also diese Batterie ist eigentlich nicht, ist eigentlich kein Batterieladegerät. Ich mach das mal zu. hat aber dieselbe Nebenfunktion. Ja, auf jeden Fall, hast du recht. Ich habe so. Das halt auf die Stelle da rausgenommen beim letzten Mal. Ist doch okay. So, dann würde ich den Solid-Fuel-Generator wieder abbauen, einfach auch aus Platzgründen. Es sei denn, du legst jetzt noch gesteigerten Wert darauf. Nein, der kann ruhig weg. Ich sehe nichts mehr. So, okay. Ist blöd mit dem Sonnenstand. Okay, wir haben bloß einen Active Vent. Das wird noch spannend hier, weil wir gar keine Marsatmosphäre haben, die wir benutzen können, um dieses Gewächshaus relativ einfach zu starten. Du hast da was im Mining-Gürtel, solche blauen Dinger. Ja, ich weiß. Die kannst du ja in die Türen zu so reinschmeißen. Ja, das können wir machen. Dann haben wir da Sauerstoff drin. Wir brauchen aber CO2 für die Pflanzen. Jetzt fang nicht an mit sowas. Es ist die harte Wahrheit. So, ich brauche mehr Rahmen. Haben wir hier noch welche liegen? Nee, das sind die Walls. Also, ich baue... Was ist denn jetzt... Fallen. Ja, ich baue jetzt erstmal ein bisschen mehr, mache ein bisschen mehr Platz hier. Und du bist ja mit der Schleuse beschäftigt, von daher ja, würde ich dich da mal... So viel Strom. Ja, Strom musst du dir wegnehmen. Den kannst du aber nicht unten reinführen, den musst du hier quasi oben reinführen. Und denk daran, dass in der Schleuse auf jeden Fall ein APC hängen muss. Und ich habe den einzigen zweiten APC, den wir noch haben, bitteschön. APC? Der Power Controller. Das sagst du mir jetzt? Ich habe zwar im Tutorial eine Schleuse gebaut, aber die war eigentlich schon im Großen und Ganzen fertig. Ja, sehr schön. Ah, da wird lustig. Dann können wir mal. Komm, wir gucken mal hier zu. Ja, die Schleusen sind im Grunde sind die einfach. Du musst halt nur bedenken, dass du in jede Schleuse, in die du gehst, eine APC hängst, damit du im Notfall die Türen aufkriegst. Oder damit, falls von draußen mal kein Strom da ist. Also das Szenario könnte sein, wir haben vergessen, die Paneele weiterzudrehen. Dann, das werden wir doch nicht vergessen, niemals. Naja, ich sag mal so, wir haben es jetzt schon vergessen. So, warte. Okay. Dann stehst du halt da drin und die Türen lassen sich nicht entriegeln, weil die Luftschleusensteuerung, also diese Konsole, lockt die Türen und du kommst dann da nicht mehr raus. Deswegen willst du, dass da ein APC mit einer eigenen Batterie drin ist, um rauszukommen.
Und denk dran, dass du bei der AP10 einen Eingang und Ausgang hast. Der Ausgang versorgt alles, was in der Schleuse ist. Und du gehst an den Eingang der APC mit einem Kabel von außen. Dann funktioniert das Ganze. Müsste es bloß wissen, wie was. Ja, das wird auch interessant. Du hast dir mit der Schleuse natürlich jetzt auch was ausgesucht, was natürlich schon nicht ganz so leicht ist. Darum, aber finde ich Ich gut. wollte ich wollte hauptsächlich die Geräte hinhängen. Du sagtest, der Ausgang muss raus aus der Schleuse. Ja, pass auf. Also du hast, das ist der, wo jetzt das Kabel rechts dran ist. Das ist der Ausgang von der APC. Nee, das ist der Eingang. Nee, das müsste. Du hast recht, das ist der Eingang. Das heißt, an Ich habe den. das Ding extra auch abgebaut, um nachzugucken. Ja, du hast recht. Von daher musst du da mit einem Kabel von außen kommen. Also idealerweise von hier oben zum Beispiel aus der Ecke und dann hier runter und da rein. So. Und dann alles, was hier in der Schleuse ist, also die Türen, den Sensor und auch den Lüfter, der hier noch rein muss, den versorgst du dann über den Ausgang. Und dann läuft das. Fast schon. Es ist so ekelhaft, diese Schleusen. Aber wenn du einmal eine gebaut hast, dann hat man das eigentlich. Dann geht das eigentlich. So, was wollte ich denn jetzt machen? Genau, ich brauche mehr Sheets, mehr Iron Sheets. Ach so, das andere ist der Anschluss fürs Rohr. Okay. Oh, das ist. Ja, nicht verzagen. Es ist wirklich, es ist wirklich nicht auf den ersten Blick ersichtlich, aber wenn du die fertig hast, dann kannst du immer wieder Schleusen bauen. Dann bist du zertifizierter Schleusenbaumeister. Oder so ähnlich. Ich das Ganze jetzt. Diese Kabel. Wo habe ich das eine Kabel hingebaut? Das ist auf jeden Fall schon alles nicht verkehrt, was du machst. Da ist das Kabel. Wo ist der Crowbar da? So. Er lässt mich das dann nicht platzieren. Aber hier würde er mich lassen. Das ist richtig rum.
da eine hast, dann sollte das korrekt sein. Okay. So. Sehr schön. Das passt noch nicht. Und ich kann mir denken, wieso. Komm, den erstmal ausmachen. Oh, komm, gib die Data Disk her. Dann das abbauen, das abbauen. So, ich drehe die Solarpaneele schon mal wieder um für den nächsten Tag. Mach das. Ich merke im Montag gar nicht, wie die Zeit vergeht. So, das war mit dem Drill. Okay. So. Wieso macht er jetzt gar nichts? Machen wir es doch wieder so rum. Oh, da sollte jetzt noch gar nichts passieren. Ist in Ordnung. Wo ist der? Wo ist den Sensor? Ach, da unten liegt er. Warum kann ich das Kabel nicht platzieren? Aber dieses Kabel. Haben wir noch Kabel irgendwo? Jein, nicht wirklich. Wir könnten aber... Also ich habe ein paar, aber wir können noch welche herstellen. Wie viele brauchst du denn? Vermutlich bloß ein paar. Dann nimm die mal hier. Und hoffentlich reichen die. Ah, warte, 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 leg die nochmal... Ja, nee. Nimm die auch mal mit hier. So, dann schließe ich das gleich an. Ah, okay, die müssen an ihren Meldungen noch ein bisschen arbeiten. Ist das Feedback noch nicht so gut da, oder was ist da das Problem? Ja, weil er mir sagt, das Kabel braucht Support. Ja. Ich hatte aber bloß nicht genug Kabel in der Hand. Ja. Dann hätte mir die Meldung, du hast nicht genug Kabel, wesentlich mehr geholfen, als es braucht Support. Ah ja, okay. So, nein, 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 nein.
es könnte vielleicht helfen, wenn man hier den Schalter einschaltet. Das hätte mir jede Menge Kopfschmerzen sparen können. So, du bist die Außentür, du bist die Innentür, du bist die Wand, du bist der Gassensor. Okay. Error in Config. Was soll bitte der Error in der Config sein? Warte mal, du hast den Vent da drin, aber der Vent hat kein Kabel, kein Rohr, nix. Du musst jetzt kein Rohr. Ja, genau, du musst erst ein Rohr dran anschließen. Der Lüfter kann nämlich die Luft, die er jetzt einsaugt, nirgendwo hinpacken. Da die Schleuse ja so funktioniert, dass wir im Außen Vakuum haben und innen später eine Atmosphäre haben werden, musst du auf die Innenseite des Gewächshauses noch einen Passive-Vent bauen. Also einen passiven Lüfter. Ja, wir hatten keinen. Haben wir keinen? Wir können einen bauen, bestimmt. Oh, weia. Ja. Wir fliegen gerade die ganzen Kabel durch die Mondatmosphäre, durch die nicht vorhandene Mondatmosphäre. Die fliegen nur besonders weit, weil hier keine Schwerkraft ist oder wenig. Also, wenn wir keinen Passive-Vent haben, dann müsstest du vorübergehend ein. Ich wundere mich, dass wir keinen haben, aber dann, ja, dann geht's nur über den folgenden Weg. Mach einfach 4 Rohre oder sowas an den Vent nach oben aufs Dach drauf, dann kann die Luft da reingedrückt werden. Ja, Rohre haben wir ja. Ich habe nur gerade ein anderes Problem. Mhm, erzähl. Ich komme nicht raus. Ja, das ist das beschriebene Problem. Du kannst jetzt nur Folgendes machen. Du musst die beiden Türen wieder rauskonfigurieren aus der Config. Also beide einmal anklicken. Was dann wesentlich einfacher ist, wenn ich das Glas oben rausnehme. Ja, das geht natürlich auch, ja. Gut, dass du daran gedacht hast, hier bloß Glas einzubauen. Siehste, ich wusste, es hat einen tieferen Sinn noch. So. Noch ein paar Frames. Rohre gab es. Wir haben sogar, hast du schon gesehen, dass den Pipe Valve. Ja, die können wir aber jetzt noch nicht gebrauchen. Wir haben wirklich keinen Passive Vent, der in den Reihen gehören würde. So. Wrench wird benötigt. Okay, gut. Ich würde sagen, dass wir einen guten Punkt für einen Schnitt haben. Oder möchtest du diese Luftschleuse vorher noch fertig bekommen? Das werde ich in der nächsten Folge bestimmt schaffen. Okay, dann verabschieden wir uns, danken euch fürs Zuschauen, hoffen, dass es euch gefallen hat und wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.